Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit der Serie, welche 4-Sterne-Helden sich lohnen, heute in der Edition Rot. Und hüpfen wir direkt rein und suchen unseren ersten 4-Sterne-Helden in Rot. Der wäre hier Snaith. Seine Fähigkeit ist folgende. Fügt allen Feinden bei 4 Treffern insgesamt 148% Schaden zu. Die Feinde erleiden 37% Schaden über 3 Runden. Also es ist ein Dot, Damage over Time, den er da noch zusätzlich macht. Fraktionsbuff erhöht Angriff und Verteidigung für Verbündete des Lichtturms für 5 Runden lang um 25%, wenn die Fähigkeit eingesetzt wird. Passiv erhöht Angriff und Verteidigung um 25% für Lichtturmverbündete für 5 Runden, wenn alle 20 Naya-Steine kombiniert werden. Also, er ist mehr oder weniger ein Buffer mit Solala Damage. Wenn man ihn hier mit Aldin zum Beispiel zusammen spielt, dann sicherlich ganz gut. Sonst hat man hier im Lichtturm sehr viele Blaue. Mit Blauen kämpft man ja meistens gegen Rot. Und da ist Snaith vielleicht nicht die beste Wahl. Snaith ist für mich nicht unbedingt jemand, den man mitleveln sollte. Vielleicht mal bis Level 90, aber dann ist auch Schluss. Dann geht's weiter mit Bedivere. Bedivere für mich einer der sehr guten 4-Sterne-Helden in Rot. Und zwar ist seine Fähigkeit diese. Fügt dem anvisierten Feind 250% Schaden zu und der Zaubernde erleidet 80% weniger Schaden und teilt 80% Schaden mit Verbündeten in der Nähe. Gleiche Effekte können nicht gestapelt werden. Schadensteilung löst keinen Erhalt von Buffs aus und dauert 3 Runden. Passiv hat eine Chance von 33%, 10 Mana wiederherzustellen, wenn Schaden erlitten wird. Also Bedivere, ein Schadensteiler, aber nur für 2 weitere Teammates. Deswegen bei ihm auch sehr wichtig, wo man ihn positioniert. Am besten in die Mitte und daneben 2, die nicht ganz so tanky sind und nicht ganz so viel Damage abkönnen, damit er die schützen kann. Bedivere definitiv levelbar bis meiner Meinung nach 180. Dann geht es weiter. 4-Sterne-Helden in Rot. Feiyun. Ja, sie ist etwas spezieller. Gerade in der Fraktion Peng Lai eventuell gut einsetzbar. Ihre Fähigkeit fügt dem Ziel 236% Schaden zu und gewährt anderen Peng Lai Verbündeten für 2 Runden einen Aura-Bersten-Effekt. Er erhält für 4 Runden einen Aura-Bersten-Effekt. Beim Ausführen einer Fähigkeit in Aura-Bersten wird der Angriff des Ziels für 3 Runden um 30% reduziert. Diese Peng Lai Fraktionsmitglieder, die haben alle einen Aura-Bersten-Effekt und darin machen sie entweder mehr Damage oder generieren mehr Mana und so weiter. Ist immer sehr interessant, aber allerdings auch ein bisschen schwer zu spielen. Ich habe zum Beispiel den Shou Min, der hier seinen grünen Teammates immer Mana gibt, aber der muss dann in diesem Aura-Bersten nochmal vollgeladen sein und dann funktioniert die Fähigkeit auch erst richtig. Also ziemlich schweres Ding für Feiyun. Feiyun ist nichts für Anfänger meiner Meinung nach und sollte hier nicht großartig gelevelt werden. Dann haben wir noch Bell. Bevor wir darauf eingehen, auch hier Semu, die Fraktionen, die funktionieren alle über dieses Verkäuferzeichen. Und wie das genau funktioniert, erkläre ich gleich nochmal. Bell, Fähigkeit, fügt dem Zielfeind 8 Treffer lang 240% Schaden zu und platziert ein Verkäuferzeichen auf dem Ziel. Verkäuferzeichen fügt nach 5 Runden 100% zusätzlichen Schaden zu, verursacht sofort 50% zusätzlichen Schaden, wenn der Effekt erholt wird. Damit ist gemeint, wenn er aufgefrischt wird. Dieses Verkäuferzeichen, also es gibt hier welche, die Verkäuferzeichen setzen und welche, die sie auslösen, wie zum Beispiel Rosie.
Wenn der Feind das Verkäuferzeichen hat, wird das Zeichen ausgelöst, fügt dem Ziel 150% zusätzlichen Schaden zu. Also Bell funktioniert am besten mit jemandem, der dieses Verkäuferzeichen auslöst. Oder halt, wenn sie schnell lädt und man hier sie das halt erfrischen lässt, dann gibt es nochmal zusätzlichen Damage. Ja, auch wie gesagt, sehr speziell, funktioniert weniger gut mit Teammates, die nicht von diesem Verkäuferzeichen profitieren. Zum Beispiel hätten wir Rebecca, die das Verkäuferzeichen setzt, und hier Zosa, der das Verkäuferzeichen auslöst. Die sind natürlich sehr gut kompatibel miteinander. Und deswegen sollte man immer darauf achten, dass man zum Beispiel hier Rosie und Clara, wo wir gerade schon dabei sind, die zusammenspielt. Weil ihre Fähigkeit ist auch, fügt dem Ziel und Feinden in der Nähe bei 4 Treffern 156% Schaden zu und verringert ihre Verteidigung um 20% für 3 Runden, hat eine Chance von 100%, das Verkäuferzeichen auf dem Ziel zu platzieren. Das Verkäuferzeichen verursacht nach 5 Runden 100% zusätzlichen Schaden, verursacht sofort 50% zusätzlichen Schaden, wenn der Effekt aktualisiert wird. Also Clara, wenn man hier sich entscheiden muss zwischen Bell und Clara, ist Clara für mich auf jeden Fall die bessere Wahl, auch was das Verkäuferzeichen angeht. Eine sehr schlechte Wahl ist meiner Meinung nach Serapos. Der macht zwar auch das Verkäuferzeichen, aber er löst alle roten Steine auf dem Feld und ist dementsprechend entweder ein Feldräumer in einem andersfarbigen Team als Rot oder komplett nutzlos, weil in Monorot würde ich ihn definitiv nicht spielen. Macht das nicht. Ihr bereut das, genauso wie Hightower in einem Monogrün zu spielen. Serapos, sehr schwieriger Fall, würde ich weglassen. Nicht höher leveln als 90, es sei denn, man hat wirklich nichts anderes zur Verfügung. Und dann haben wir noch Salome, hier auch heute erwerbbar. Stellt TP in Höhe von 32% der maximalen TP des Zauberers für alle Verbündeten wieder her. Rote Verbündete erhalten zusätzliche Heilkraft in Höhe von 22% ihrer verlorenen TP, also insgesamt über 50%, die hier an Health Points geheilt werden. Allerdings auch nicht mehr als das. Also Salome, eine reine Healerin. Es gibt ja genug Healer, die zum Beispiel noch Debuffs entfernen oder halt Schadensteilung haben. Salome, sage ich mal, auch eher so eine 6, 7 von 10, was die 4-Sterne-Helden angeht. Allerdings gibt es sehr wenig rote Healer. Ich glaube, bis auf Busted gibt es sonst keine. Und wenn ihr euer rotes Team mit Heals unterstützen wollt, ist Salome natürlich eine gute Wahl. Dann Leviathan hat kein 4-Sterne-Held in Rot. Und dann haben wir noch die Lin. Lin, eine sehr, sehr gute 4-Sterne-Heldin. Bestimmt eine 8 oder 9, würde ich sagen. Fügt dem Feind und 3 weitere zufällige Feinde an. Greift den Feind und 3 weitere zufällige Feinde an, also insgesamt 4 Feinde, und verursacht insgesamt 320% Schaden. Jeder Angriff entfernt alle Buffs des Ziels. Für jedes einzelne getroffene Ziel werden 16% Mana für den Zaubernden wiederhergestellt. Also unter Buffs zählen übrigens auch sowas wie der Vortex von Steedlight oder Schadensteilung von Jayne, Isadora und so weiter. Also Lin, nicht nur eine Buff-Entfernerin, die Verstärkungsbuffs oder so runternimmt, sondern auch solche Effekte. Auch Garabeth zum Beispiel, zum Countern von Garabeth ist Lin hier sehr gut. Definitiv levelbar bis 180. So, wen haben wir denn noch? Ask and Ambler. Ja, die Fähigkeit fügt dem Ziel bei 5 Treffern 245% Schaden zu, erhöht den Angriff aller roten Verbündeten um 38%. Farbbasierte Buffs des gleichen Typs können nicht gestapelt werden, erhöht außerdem den zusätzlichen Angriff für den Zaubernden und in der Nähe befindlichen roten Verbündeten um 10%. Der zusätzliche Angriffsbonus verringert sich jede Runde um 5% und hält für 3 Runden an.
Also, guter Single-Target-Damage und ein Angriffs-Buff. Ja, also Esk und Embla am besten hier alle roten Helden vollladen, dann die beiden hier zünden, die roten Teammates verstärken und dann ordentlich Damage raushauen. Auch definitiv levelbar und gerade noch erhältlich im Banner von Surtr. Wenn ihr aber Surtr habt, die beiden sind nicht stapelbar, also dann Surtr vorziehen und Esk und Embla weglassen. Dann haben wir noch Felix, falscher Knopf, Fähigkeit. Fügt dem Ziel 320% Schaden zu und gewährt dem zaubernden und umstehenden Verbündeten für 3 Runden ein Schild in Höhe von 34% der maximalen TP des zaubernden. Also Damage genau wie Lynn. Und auch noch ein Schild. Ja, Felix, ziemlich gut. Sehr spezielles Design, aber auch levelbar. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit den roten 4-Sterne-Helden. Da fehlt jetzt nur noch ein Video, und zwar über die grünen Helden. Und das kommt sehr wahrscheinlich morgen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, und wir sehen uns beim nächsten Mal.